Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Aber dumm. Wir sind heute bei Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Aber dumm. Dankt mir später. Kapitel 5. Führen Sie ein Gespräch. Nachdem wir eine Weile mit einem anderen Schiff segeln, ändert sich die Atmosphäre wieder. Für mich wurde Shinux wieder sicherer und ich konnte endlich aufhören, meinen Schal die ganze Zeit zu benutzen. Seemops scheint zu gefallen, die Übersetzung liegt nicht an uns, was trotz allem zu stimmen scheint. Er ist ein cooles Pokémon. Versteht ihr? Cool, weil... Eis. Auf die Geräusche habe ich ein Patent. Und hat die Arktis in seinem Leben noch nicht verlassen. Es interagiert gut im Winter, aber jeder andere Weg ist für ihn noch eine Überraschung. Trotzdem scheint er keine großen Probleme zu haben. Shinux versuchte trotzdem, ihm zu helfen. Zumindest war ich es. Es kann auch gut sein, ein wenig Spaß mit ihm zu haben. Sein Rat ist, dass C-Mobs wie ein Schal wirken kann. Erstens, what the fuck ist dieser Satz? Und zweitens, Glückwunsch. Wir haben jetzt insgesamt 5 verschiedene Namen für Seemobs gehabt. Einer war sogar richtig, aber die anderen 4 tatsächlich nicht. Was bringt mir der Schal bitte? Mir ist heiß und nicht kalt. Wenn Shinux es wirklich ernst meint. Abgesehen davon ist unsere Reise friedlich. Wir haben unsere Freizeit genutzt, um in meinem Notizbuch alles über die Ozeane zu erklären. Jedes Mal hörte sie aufmerksam zu und schien die Geschichten sehr zu genießen. Ich persönlich fühle mich jedes Mal sehr wohl, wenn ich das Buch sehe. Wenn ich dachte, es wäre ein Mythos, würde ich es lieben, aber zu wissen, dass es alles wirklich passiert ist. Zum größten Teil waren wir mitten in einem Floink-Film. Wahrscheinlich die dunkelste und traurigste Geschichte, die ich je gelesen habe. Also Leute, geht ihr auch immer Filme lesen im Kino? Deswegen gehe ich nicht ins Kino, ich kann nämlich gar nicht lesen. Was ist heute los mit mir? Ich mach den Bullshit, der hier auf dem Papier steht, nicht besser. Außerdem war ich von schrecklichen Warnungen gequält worden. Ich weiß, dass ich viel über meine Sorgen über die dunkle Seite gesprochen habe, aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Es war das Ende unserer Reise. Denn das Problem war, am Ende beider Geschichten spricht der Erzähler auf diese Weise, wie der Held der Reise so gut spricht, das, so heißt es, immer verschwindet. Frage ist, wird das Schicksal auf mich treffen? Kann diese Reise nach der Hälfte meine letzte sein? Aber ich behielt meine Sorgen für mich. Ich möchte nicht, dass sich das Add-on unnötig Sorgen macht. Interessant. Ich war auch nicht überzeugt, dass ich gehen sollte, aber wenn doch, was würde Shinux tun? Und was kam mir bei diesem Gedanken in den Sinn? Wenn ich nicht gehe, wie werden wir am Ende dieser Reise sein? Werden die anderen nach Hause zurückkehren? Aber für uns selbst schien das unsere erste Mannschaft, Seemobs, nicht wirklich zu wollen. Heute, während ich dies schreibe, weiß ich, wer zurückkehren wird und wer nicht, aber ich denke nur. Ich dachte selber, der Satz geht weiter. Aber nee, der endet da. Aber ich denke nur. Und erwarte nicht zu viel, denn jeder denkt, dass eine solche Geschichte in der gleichen Form endet. Jemand beschließt, zurückzugehen und jemand in deiner Karriere andere darin zu belassen. Lass uns das nächste Mal immer wieder. Ich habe das Gefühl, je weiter in die Geschichte wir kommen, desto weniger Sinn machen die Sätze. Außerdem war es nicht nur mein Grund, sondern auch ein Verlust. Mit ein wenig technischer Hilfe von Seemobs, wie sie wissen, Shinux, fragen sie mich bitte nicht, wie man eine Maschine baut, die Schall in Wellen umwandelt. Sorry to tell you, aber Schall, das sind schon Wellen. So waren wir schließlich lange Zeit auf dem Schiff,
weil es für die Reise zu schwer war, Abra zu kontaktieren und damit unser Versprechen an die oberste Gilde zu erfüllen. Shinux scheint so stolz auf seine neueste Innovation zu sein und sieht toll aus, als wir es zum ersten Mal getestet haben. In der Zwischenzeit will Seemops, auch wenn er unsere Teammitglieder nicht kennt, sich selbst davon überzeugen, ob sich seine Hilfe gelohnt hat. Hallo, Abra, kannst du mich hören? Seemops schläft unterdessen. Wir bekommen immer wieder neue Namen. Shinux testet 57 Wellen, um Abra zu erreichen. Zumindest kann er jetzt glauben, dass sein Produkt funktioniert, weil er ein oder zwei Pokémon gefangen hatte, die es nicht sind. Auch vom Untergang von Shinux. Jetzt spoiler doch nicht, was er sagt. Auch gibt es keine Stimme. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe, denn es ist frustrierend zu sehen, wie Shinux jeden Thread repariert. Verdammt, warum kann ich mich nicht melden? Ich habe es jetzt fast versucht. Okay, dann weiß ich echt nicht, warum es nicht funktioniert, wenn er es schon fast versucht hat, Leute. Aha, damit kann ich relaten. Wo war ich hier? Es funktionierte. Die Maschine funktioniert. Hallo, können Sie mich hören? Welche Maschine? Ich habe das Wort ergriffen. Es tut mir leid, Abra, wir sind es wirklich. Shinux hat eine Maschine geschaffen, um sie zu erreichen, damit wir unser Versprechen erfüllen können, sie regelmäßig zu kontaktieren. Jedenfalls würde es mich überraschen, wenn Sie noch von dieser Tageszeit träumen. Ich lachte und sah die Mittagssonne auf das Meer scheinen. Aber anstatt zu lachen, reagierte Abra wütend. Nicht ich, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber es war 2 Uhr morgens im Zug. Habe mich gerade geweckt. Oh, es ist nicht Zeitverschiebung, da ist etwas, sorry. Aber wenn sie wach sind, können wir ihnen trotzdem gleich sagen, warum wir anrufen. Abra klang unaufhörlich. Passendes Wort auf jeden Fall. Gehen Sie voran, damit ich morgen früh alle Bescheid geben kann. Shinux übernahm meine Position. Wir brauchen uns nur zu kontaktieren, weil wir es versprochen haben. Wir sind noch relativ sicher. Wir sind noch aus der kalten Wüste raus. Und jetzt haben wir den endgültigen Beweis, dass alles nicht nur ein Traum, ein Spiel oder so etwas ist. Ihn. Wir haben unseren ersten Freund gefunden. Seemops. Ist an der Maschine angekommen. Hallo, ich bin Seemops. Ich habe keine Ahnung, ob man meinen Applaus hört, wenn der Name da richtig steht. Abra sah plötzlicher aus als zuvor. Wie sieht man plötzlich aus? Hast du jemanden gesehen? Und wo bist du durch die arktische Eiswüste gereist? In der Arktis. Spoiler-Alarm. Alles macht tatsächlich mehr Spaß, als ich dachte. Sag es mir ohne Zweifel und später. Ich erzähle allen davon, während des Meetings morgen früh. Dann sei stark bei deiner Reise. Die Straße führt zum Dschungelgebiet, okay? Genau, wir sehen uns bald und er hat gut geschlafen. Die Wanderung durch den Dschungel dauerte weniger Zeit als zuvor, um die Arktis zu erreichen. Wir sind zum Beispiel eine Woche gereist, bis der Boden frei wurde. In der Zwischenzeit, als ich mit Abra sprach, hatte die Reise selbst noch nicht stattgefunden. Was? Ach so, okay Leute, also nur damit das jetzt keine Verständnisschwierigkeiten gibt, ne? Die Geschichte beginnt jetzt erst. Die Reise hat vorher noch nicht stattgefunden. Das heißt, diese letzten Folgen hier, die letzten 2 ganzen Folgen und diese 9 Minuten bis hierher, die habt ihr euch nur eingebildet. Nehmt mal weniger Drogen, dann bildet ihr euch nicht mehr irgendwelche Videos ein. Und allgemein, mich in meinem Freundeskreis ist bekannt. Ich bin nur eine Einbildung von jedermanns Drogenfantasien. Das heißt, wenn ihr nicht alle koksabhängig wärt, dann wäre ich gar nicht da. Seht ihr, selber schuld. Hier. Als wir endlich ankamen, wartete jemand auf uns. Seemops schauen jetzt nervös. Warte. Seemops.
schauen jetzt nervös nach oben. So etwas hatte er noch nie gesehen. Vor uns liegt, wie der Name des Kontinents vermuten lässt, ein großer Wald. Nur ein paar Vulkane stoppten ihn. Natürlich hat der Mensch nichts außer ihnen auf dem Baum gesehen. Shinnok und ich gingen zu Pokémon, das regelmäßig unsere Ankunft überprüft. Es ist eine große Bedrohung. Well, that's actually true. Da kann man nichts gegen sagen, weil für die, die gerade das nicht mehr ganz im Kopf haben, das ist Groudon. Groudon, der sich in der Walross Edition 3 erst als Teammitglied ausgegeben hat, aber dann herausgestellt hat, well, doch nicht. Ein großes rotes Tier, aber es sieht immer noch gewalttätig aus. Bevor wir über die Sammlung sprechen konnten, wurde dieses Pokémon interviewt. Sie zwei, Ibulbi und Shinnok. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. S-H-I-N-O-U-X. Mhm. Ja, sind wir. Woher kennen wir unseren Namen? Das ist eine weise Frage. Die Stimme klang in meinem Traum. Dieses Mal hat unser Team wirklich willkommen geheißen. Wirklich? Das ist perfekt. Dann sollten wir auf keinen Fall hier sein. Was? Warum nicht? Aber wir können weiter ins Inselgebiet. Überraschenderweise antworteten die erstaunlichen Seemobs und Pokémon gleichzeitig. Warte, die Seemobs. Ich werde das jetzt jedes Mal durchziehen. Und Pokémon gleichzeitig. Nein, Seemobs erklärte uns, weil sie wissen es zum Beispiel nicht. Wir werden auf diesem Kontinent für etwas kämpfen, das sich Rock Volcanic nennt. Wir wissen nichts davon und zittern beide. Aber wo ist dieser Stein? Ich wohne in dieser Höhle. Ist es wirklich der richtige Weg? Könnte es sein, dass wir während ihres Aufenthalts durch den Tunnel in ihre vier Wände gewandert sind? Vielleicht, vielleicht. Es mag solide sein. Es wird den Schutz nicht allein lassen. Dieser Felsen organisiert alle Vulkanausbrüche auf dem Kontinent. Ich schlage vor, wir gehen auf die Straße. Ich erzähle ihnen von mir. Als Pokémon unser Team im Dschungel anführte, hat er uns schon einige interessante Dinge darüber erzählt. Also erst einmal wichtig, mein Name ist Schön. Okay, danke für die Info. Wie heißt du jetzt? Aber ich muss sagen, ich stimme zu, Groudon ist ein sehr cooler Pokémon-Name. Der rollt so richtig schön von der Zunge so. Wenn man nicht gerade Groudon sagt. Aber so Groudon. Geiler Name. Uralt habe ich den Vulkan einmal erforscht, bis dieser Stein entstanden ist. Da ist was drin. Ich muss für mich arbeiten. Ich habe Zeit, etwas zu tun sonst. Das wäre schlimm. Aber ich denke, du hast keine andere Wahl, als dir zu folgen. Organisiere. Sie sind die wichtigste Kombination von allem. Sie berühren alles auf natürliche Weise. Weißt du, warum du auserwählt wurdest, bei uns mitzumachen? Jetzt. Ich weiß nicht was. Genau, aber ich denke, wegen meiner reinen Energie. Ich kann mir selbst helfen für mich, dass ich ihn auf keinen Fall unser Bild posten lassen konnte. Ich habe nicht viele andere Pokémon gesehen, als wir den Wald durchquerten. Die verschiedenen Leute, die ich sah, packten in dem Moment, als sie uns rennen sahen. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber andererseits würde ich wie ein wildes Pokémon nicht anders reagieren, wenn ein Biest wie Groudon an mir vorbeigehen würde. Bald erreichten wir den Grund des Vulkans, den wir so oder so vom Ufer aus sahen. Von hier aus wirkt dieses Monument jedoch dramatischer als das entfernte. Erst vor kurzem haben wir die Größe der Größe gefunden. In der Ferne sehen wir die Lava aus dem Tal aufsteigen und langsam in der eisigen Bergluft vertrocknen, bevor sie den Rand der Grube verlässt. Gruden bemerkte unsere Gunst und benutzte sie, um es zu zeigen. Ich habe diesen Berg schon viele Jahre zuvor vom Anfang der Welt erwähnt. Vor der Erschaffung des Felsens.
Jeden Tag muss ich wachsen. Und eines Tages wird es der höchste Vulkan der Welt sein. Das habe ich so betont, weil Vulkan in Caps Lock geschrieben war, der ganze restliche Text nicht. Das wird gleich weiter so gehen mit solchen Wörtern. Deswegen, wenn ich etwas brülle, steht das da in Caps Lock. Der Originaltext vom ersten Groudon-Treffen war alles in Caps Lock übrigens, deswegen ist sowas passiert. Wo? Von hier aus erhebt sich dieser Felsen. Er ist auf einer kalten Lava gebaut. Lange nicht gesehen, wo die meisten Vulcano sind gefährlich. Wenn ein Unternehmer inspiziert, was in Form der stärksten Akzeptanz geschieht, wird die gesamte Region verkaufen. Das Igbo wird zerbrechen, der Einfluss eines anderen menschlichen Wesens, von dem man den Komfort glaubt, der Blumen der Erde und ihrer Zweige. Beziehungen werden für die Waldbewohner eine Katastrophe. Wir waren alle still. Anscheinend hatte Seemops... die gleiche Idee von mir, er hat sie nur angesprochen. Aber wenn Vulkanausbrüche die Arbeit der Vulkane dominieren, gibt es dann keine Möglichkeit, Checks loszuwerden, wenn wir sie nehmen? Und das Tal wird danach platzen. Laut Shinox hat er die gleiche Idee, aber Gruden versichert uns. Jawohl, nun da wir angekommen sind und alle zustimmen, machen wir uns auf den Weg zum Zentrum des Vulkanes. Mitten in einem kleinen Tunnel, mitten in der Grudenhöhle. Und dann geht's für euch gleich weiter mit Kapitel 6. So, Kapitel Nummer 6, direkt weiter für euch, neuer Tag für mich mal wieder. Kapitel 6, Waldläufer. Ich habe den Kampf voll und ganz verstanden, als wir uns von Groudons Problem auf den Weg durch den Tunnel machten, als er ihn durchquerte. Wahrscheinlich fällt es mir schwer, dass keiner von uns große Pokémon ist. Außerdem sind wir zu jung. Seemops haben ein bisschen von unserer Funkstation. Ah, sorry, von unserer Frustration. Das macht viel mehr Sinn. Der Kanal scheint zu passen. Er ließ sich nach vorne fallen, ohne die Wand zu berühren. Wie auch immer, wir bleiben nicht lange oder länger, nur ein paar Minuten. Als wir das Ende des Kanals erreichten, hielten wir an einem großen Raum. In der Mitte befand sich ein Pool aus Lavablasen. Manchmal platzten Blasen auf und zerstreuten sich. Man kann laufen, die Straße ist nicht so klar. Yes. Sie hatte viele Löcher und schienen nicht aufrecht zu stehen, anstatt in der Lava zu schwimmen. Viele Schnecken krochen an den Wänden entlang, aber zum Glück waren sie sehr ruhig, als sie uns sahen und kämpften nicht. Auf der anderen Seite des Sees verläuft eine weitere Straße. Aber vor allem gab es für mich ein großes Problem. Wieder war mein Glück während unserer Reise weg. Tatsächlich war es wie beim Pokémon-Baum ein Traum, dass ich zuerst durch eine kalte Wüste wandern und dann tief in einen Vulkan klettern würde. Aber ich hoffe, dass es bei unserer vorherigen Reise, die auch unsere letzte sein könnte, nicht so sein wird. Seemops! Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal vergessen. Hilfe! Mir fallen meine eigenen Insider-Jokes nicht ein. Wo war ich? Seemops hingegen scheint nicht zu wissen, ob es einen Vulkan als positive oder negative Zone vorfinden wird. Und dies wird intern gesehen. Wie bei Pokémon sind diese Gebiete die meiste Zeit hart, weil sie gleichzeitig stärker und schwächer sein können als zuvor. Wie Wassereis-Pokémon in einem Vulkan. Shinox hat versucht, das erste relevante Feature zu konfigurieren. Also was denkst du? Wir haben drei Möglichkeiten, uns fertig zu machen. Natürlich können wir nur spekulieren. Ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich werde das überhaupt nicht nach links bringen und ich gehe zuerst. Seemops. Mich juckt's nicht, dass inzwischen nichts Besonderes mehr ist, dass der Name richtig ist. Jetzt muss ich hier immer wieder das suchen, weil ich erst das Blatt weglegen muss. Seemops scheint unzuverlässig zu sein. Glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee?
Was mich am meisten umbringt. Keiner von uns kommt damit zurecht, in kochendes Wasser getaucht zu werden. Ich denke, es wird schlimmer für dich. Shinux scheint, dieses Gespräch so schwer zu führen wie ich, weil es mich aufgehalten hat. Wird es zu viel in der Lava brennen? Ich sagte, dass ich an dieser Stelle keine Zweifel habe, dass es schlecht ist. Seine Argumente sind logisch. Trotzdem hatte ich immer noch negative Gefühle und beschloss, den linken Weg zu gehen. Ich trat auf den ersten Felsen, aber nichts geschah. Ich sah mich um. Die Sonne umgibt mich jetzt. Diese Tatsache hat es mir nicht leicht gemacht, den nächsten Schritt zu gehen. Ich war schockiert, als mein Stein zu zittern begann, aber zum Glück passierte nichts mehr. Ich ging auf einem anderen Felsen und war frustriert. Die Welt begann mich zu umkreisen. Ich weiß nicht warum, weder durch Strom noch durch Spannung. Ich konnte die Welt um mich herum nicht mehr sehen. Dann geschah etwas Erstaunliches. Ich sah mich klar vor mir. Ich war links in der Mitte der Höhle. Also, wo jetzt? Links oder in der... Wo ich noch stand, nur dieses Mal habe ich den nächsten Schritt gemacht. Ich sah ihn unter mich fallen, wie der Mittelsmann. Ist das der Cousin vom Mattermann? Mattermann! Ich hörte Schreie von Seemobs und Shinux, aber es war zu spät, um zu helfen. Dann drehte sich die Welt wieder um und stand wieder auf der Straße, die ich vor mir gesehen hatte. Shinux stand bei mir und unterstützte mich. Es ist möglich, dass ich Kopfschmerzen habe. Was ist das, Bulbi? Bist du gut? Plötzlich fällst du ohne Anstrengung. Erst dann verstand ich wirklich, was passiert war und was ich gesehen hatte. Ja, ich bin frustriert. Shinux scheint Erleichterung zu haben. Nun, das ist in Ordnung. Bist du sicher, dass keiner von uns Stellung beziehen sollte? Ja, bin ich. Shinux kehrte zum ursprünglichen Seemobs-Pfad zurück. Ich klatsche nicht, weil das nicht nur Seemobs war. Aber sie warteten darauf, dass ich den nächsten machte, aber ich habe es nicht getan. T. Das ist einfach nur ein T und ein Punkt dahinter. Ich weiß sehr gut, was passiert ist. Meine Vision ist die Kraft. Ich habe sie vor vielen Jahren entdeckt. Ich habe sie nicht benutzt, also habe ich Shinux nicht erzählt, dass Hubbelupf es erklärt hat. Ich habe festgestellt, dass diese Kraft ein sogenannter Ausdehnungsschrei ist. Ah! Oh, der Ausschlag sieht wunderschön aus, RIP Headphone Users. Vision aus einer anderen Zeit. Vielleicht habe ich die Zukunft gesehen. Und der nächste Schritt kommt. Ich wandte mich an meine Freunde. Sie sahen mich verwirrt an. Haben sie schon einmal anders darüber nachgedacht? Sollen sie nicht alle weiterziehen? Nein, keiner von uns wird diesen Weg gehen. Ich muss richtig. Shinux sah mich ungläubig an. Okay. Ich passierte den ersten Felsen, trat auf den zweiten Erschütterungen und machte einen harten Schritt auf der Klippe darüber. Der Boden begann zu beben. Bevor ich etwas tun konnte, fiel der Boden. Nur nicht der unter mir. Der rechte und der mittig ins Innere eingebrochene Teil von mir standen auf einem sicheren Felsen. Ich werd dumm davon, Hilfe. Shinux und Seemobs kamen ehrfürchtig auf mich zu. Wie hast du das herausgefunden? Bulbi, was? Woher weißt du plötzlich, dass der linke Pfad eine Wunde ist? Hast du es gerade eilig? Bitte warte einen Moment. Wenn wir auf einem anderen Boot sind, erkläre ich es ihnen. Adrenalin und ich zitterten immer noch, als wir den nächsten Raum betraten. Es scheint das letzte seit langem zu sein. Ein Fuß steht vor uns. Auf der Oberseite befindet sich ein leuchtend rotes Material. Um das Fundament herum befindet sich ein Lichtring. Bevor ich etwas sagte, einschließlich allem, hat sich Seemobs aufgestellt. Überlassen Sie es mir, dieses Feuer ist für mich kein Problem.
Sie atmen ein und der dekorative Weg ist frei. Allmählich ging ich. Ich freue mich auf eine weitere Falle. Aha. Ansonsten ist nichts passiert. Ich hob den Vulkan auf und ging unter die Erde. Also ich meine, Bulbi ist jetzt in der Lore nicht das schwächste Pokémon, aber einen Vulkan aufheben halte ich dann doch für etwas viel. Die Beschreibung des Kreises auf dem Boden begann in diesen Tagen zu verblassen, bevor die Feuer auftauchten. Ich winkte meinen Freunden zu, um einen Blick auf das Licht zu werfen, bevor ich dies alleine tat. Sobald wir drin waren, hielten wir wieder an der Gruden Cave. Den Vulkan immer noch in meinen Händen, ohne anzuhalten. Die trägt einfach immer noch einen Vulkan mit. Grudon, der anwesend war, war schockiert über unser plötzliches Auftauchen. Du kommst jetzt zurück? Erwartest du wirklich Erfolg? Erstaunlich! M! Das ist das zweite Mal, dass wir einfach nur einen fucking Buchstaben als Satz haben heute im Kapitel. Stattdessen fuhr er fort, mir ein wenig über mein Leben beizubringen. Hüte dich vor jemandem, dem du vertraust. Leute, das ist eine Lebensweisheit. Sonst landet sie bei der falschen Person. So, jetzt werden wir wieder hin und wieder eingemischte Caps-Lock-Wörter haben. Jetzt! Gebt mir die Steine und die Beute meines Königreichs. Ich war nicht der Einzige, der Angst vor Grudens plötzlichem Sinneswandel hatte. Was bedeutet es gleichzeitig? Ich glaube, sie wollen uns helfen. Endlich hast du die Stimme in deinem Traum gehört. Ja, ich hörte eine Stimme. Aber nie! Rette deine Erlösung. Ich hörte eine Stimme, die mir sagte, dass sie kommen und mir die Chance geben, ihnen den roten Vogel zu besorgen. Rot ist Gold? Meinst du zum Beispiel Saltines und dergleichen oder Volcano, Stein der Unwissenheit? Red Pumpkin nennt ihn die Weisheit. Also, warte. Gerade eben passiert mir ein bisschen zu viel. Also, Bulbi hat jetzt einen Vulkan mit in Grudens Höhle gebracht. Und jetzt stellt sich heraus, dass Gruden hier, also, will ihn einen roten Vogel geben. Der heißt wie ein roter Kürbis. Was? So schlecht kann ich alle verloren werden. Das hast du uns schon vor langer Zeit erklärt, aber das wird immer noch so akzeptiert. Das hilft ihnen, Zeit für sich zu haben. Es ist auch gut für viele im Team hier. Aber jetzt, wenn du mir diesen Stein gibst, kann ich meine Macht wirklich erweitern. Ich werde Volcano Crater geben und diesen lustigen Dschungel spielen. Ich werde ein Paradies erschaffen, das mir wiederhergestellt wurde. Mehr! Dieses Haus mit ihren üblichen Birnen. Ich werde mich nicht ihrem Haufen anschließen. Das ist die Aufgabe eines anderen. Und jetzt gib mir diesen Stein, sonst bekommt ihn jeder, der ihn haben will. Das wäre schrecklich. Was passiert hier? Save me. Ich war nicht der Einzige, der von Grudens Schock schockiert war. Aber was denke ich? Wer? Wer sprach mit Groudon, wenn er kein Überlebender war? Ist es zum Beispiel überhaupt Entschlossenheit? Weiß er von unserer Reise oder sogar das Überleben selbst? Vielleicht will er eine Welt nicht wiederbeleben, aber unsere nutzen? Was ist, wenn er nicht möchte, dass wir in einer kalten Wüste leben? Oh mein Gott, das wäre verheerend. Was zum Fick. Damit wäre auch seine Botschaft von Seemobs... an uns bedeutungsvoll. Aber ich habe die Ideen verworfen.
Warum sollte er uns in eine Falle locken wollen? Wenn wir nicht auserwählt sind, die Welt zu retten, gibt es möglicherweise keinen Grund für uns, gewöhnlichen Pokémon wie uns zu folgen. Aber ich habe mich hier und jetzt in etwas Neues hineinversetzt, was sein könnte, dass Groudon einen Grund hat, Pokémon wie uns anzugreifen. Aber auch wenn der Krieg eine große Tragödie für uns wird, haben wir keine andere Wahl als zu kämpfen. Wir können nicht zulassen, dass ein Diktator wie Gruden alle Wälder und Bewohner niederbrennt. Wenn es uns nichts ausmacht, wollen wir automatisch rotes Gold wie Watte. Ich habe mein ganzes Vertrauen gesammelt. Ah, das ist in Ordnung. Wenn du wirklich so steinigen willst, nimm es selbst. Der Besitzer des Vulkans. Ein schwer zu gewinnender Kampf. Was nicht passieren darf. Denn was ich persönlich wieder übersehen habe, war, dass unser Feind schließlich kein brennendes Pokémon war. Eine Art Boden. Deshalb ist der Angriff des Baumes so stark. Und das wissen wir nicht, aber jemand anderes. Ranken in den Boden gegraben. Was geschah, als Gruden angegriffen wurde, lenkte ihn ab. Er verlor sofort die Beherrschung. Am Eingang seiner Höhle befindet sich ein Pokémon. Ich glaube, so ein Gerede habe ich noch nie gesehen. Ey, das dachte ich mir bei den Wahlen neulich auch. War der Witz kritisch? War er das? Ich hoffe, er war das. Bevor einer von uns etwas sagen konnte, rief er: Beeil dich, komm mit. Wir werden von hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Wir haben tolle Pokémon gespielt. Unterwegs hatten wir ein kurzes Gespräch mit einem Fremden. Er fragte, ohne sich umzudrehen: Ist es okay? Da unser Kampf mit Gruden noch nicht begonnen hatte, mussten wir alle panisch fliehen. Okay, Groudon habe ich schon lange in den Augen. Als ich zum ersten Mal herausfand, dass da etwas war, habe ich nachgesehen. Ich habe dein Bootswrack gesehen. Oh ja, vielleicht sollte ich es genauso zeigen. Mein Name ist Chillast. Ich habe mein Geschäft damit gemacht, diesen Wald zu erhalten. Wer ist drei? Das wüsste ich auch gerne. Steht die Antwort da gleich? Nachdem Shinux endete, hörte Chillast abrupt auf. Schließlich wandte er sich an uns. Du definierst Shinux. Sein Gesicht war voller Zuversicht, als er zum ersten Mal unsere Gruppe ansah. Sein Aussehen basiert auf Shinux. Bist du es wirklich? Wir sahen uns alle an. Warten Sie, wie bist du wirklich? Ist es dann verwunderlich, dass auch ich jemand anderes sein sollte? Symops ist der Anfang von einer von uns herauszufinden, was Chillast bedeuten kann. Warte, wussten Sie es von Anfang an? Chillast sah uns viel mehr an als zuvor. Warte, du erinnerst dich zum Beispiel nicht an mich. Mir kommt ein bisschen oft zu oft zum Beispiel vor, muss ich sagen. Wie kannst du mich ignorieren? Unterbrach ich ihn und tat etwas Bedeutungsvolles. Bitte lass uns auf unser Boot steigen, bitte. Wir können friedlich über alles reden. Chillast, der damals sehr wütend war, hatte etwas Neues veröffentlicht. Ja, ich stimme zu, während des Ausflugs. Unser nächstes Mitglied ist... Die Weltgeschichte wiederbelebt. Ich kenne, die Stimme in meinem Traum sagte es mir. Ich dachte immer, du wärst es, als dein Boot ankam. Warte, heißt es... Du bist ein Kollege. Das, was übrigens zu Groudons Zeiten eine gute Idee gewesen wäre. Natürlich kam sein Foto auf dem Foto. Es ist auch in Shinux verfügbar. Also machten wir uns daran, unser eigenes Schiff zu bauen und Segel zu setzen. Am Ende haben wir es trotzdem überlebt. Wir haben wohl Gold mit unserem neuen Freund. Ich war fast arrogant, aber der riesige Lärm, der die Welt selbst zu erschüttern schien, zeigte mir, dass Gruden nicht zu ignorieren war. Und dass wir ihren Edelstein nicht verlassen. Außerdem werden Chillast und ich eine lebhafte Diskussion führen, wie es aussieht. Speziell für Shinux.
liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich hab Nieren.